Willkommen zu einer weiteren Folge von Random Shit. Heute mit dem Spiel X vs. Siva oder Saver oder ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Ist mir auch relativ egal. Ist es wahrscheinlich das beste Spiel der Welt. Schließlich ist es von BAM Entertainment. Franchise Pictures. Und Crawfish, das sind die drei weltgrößten Firmen, was Videospielgeschichte angeht, zusammen. Das Spiel kann nur exzellent sein und es ist sogar auf Deutsch. Ne, ich hab, ja, also wie gesagt, keine Ahnung, was das ist. Ich vermute irgendwie einen Shooter oder sowas vielleicht, ein 2D-Shooter. Anhand der Pistole kann man ja vielleicht erahnen, dass es sich um einen Shooter handelt. So, was haben wir denn für Optionen? Steuerung, Musik. Ich würde die Musik gerne ausstellen, aber naja. Gut, Einzelspieler. Oh, sogar mit Passwortsystem. Übrigens für den GBA. Achso, das sind die Namen. Siva oder X? Wir nehmen mal Siva. Zeit, 4 Wochen in der Zukunft. Ort NSA-Hauptquartier. Fort irgendwas, bla bla bla. Anlass, geheime Untersuchungen der Ereignisse, an denen du beteiligt warst. Kann ich das irgendwie überspringen oder das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Lagerhaus, was? Finde den Raum mit dem Laptop. Das kann ich mir merken. Drücke Start. So, Story vernachlässigen wir mal. Ich muss einen Laptop in einem Raum finden. Und wir sind in einem wunderschönen Kachelraum. Und nein, das ist nicht Doom. Das ist ein GBA-Ego-Shooter. Ja, okay. Da ist jemand. Muss ich den töten? Ist der schön. Diese Grafik ist echt sensationell. Wo lade ich denn nach überhaupt? Pistolmunition. Oh Gott, das steuert sich ein wenig schrecklich. Ah, mit L und R kann ich tatsächlich noch um die Ecken gehen. Ich war das nicht, oder? Wie gut, dass der hier um die Ecke so wartet. Da kann ich in aller Ruhe auf ihn zielen und ihn abschießen. Oh, aber er hält immer 2 Treffer aus, ne? Reicht das ja auch als Treffer, wenn ich seine Hand so treffe? Ich kann nicht nach unten zielen, falls ihr euch wundert. Ne, da treffe ich die Wand. Na gut, dann. Zum Glück haben wir 90 HP, die das so ein bisschen kaschieren. Wie wechsle ich denn überhaupt die Waffe? Wechselt sie automatisch? Das ist schön. Aber warum greifen wir Polizisten an? Das ist doch eigentlich... Sind das doch nette Menschen, die auch nur ihren Job machen. Aber gut, wir haben ja irgendwas mit NSA und... Ach, diese Steuerung. Also ich habe solche Spiele, also ich hatte damals den GBA und das ist auch echt einer meiner Lieblingskonsolen im Laufe der Zeit, die es so gab. Aber Shooter, Ego-Shooter habe ich darauf echt nie gespielt, deswegen kenne ich diese Spiele auch nicht. Heilkraftverstärker. Ist das so eine Schutzrüstung? Okay, da ist eine Treppe. Treppe runtergehen ist natürlich, wenn man nicht nach unten gucken kann, nicht so geil. Naja, mein Gott, so waren die Spiele halt damals, ne? Man musste damals auch schon die Leute befriedigen und Shooter auf jeder erdenklichen Konsole rausbringen. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Naja. So, was jetzt? Muss ich die Tür aufschießen? Nee. Verbandzeug. Ja, weiß ich nicht. Ego-Shooter auf GBA. Naja, ich... Sag mal so, es gibt bessere Ideen, aber naja, wir zocken es jetzt mal. Wie komme ich denn durch diese Tür hier durch? Okay, indem ich die andere Taste drücke. Interessant. Es ist so unmöglich, hier einigermaßen ordentlich mit zu zielen, aber zum Glück können die anderen das auch nicht. Deswegen ist dieses Spiel hier doch durchspielbar. Wahrscheinlich. Also, ich gehe davon aus, dass es durchspielbar ist. Pankow-Munition, was das auch immer ist. Man kann sogar die Dinger zerschießen, aber... Habe ich noch nicht zugemacht, oder doch? Aber muss es schon aus der damaligen Zeit sehen. Ich kann die Waffe auch wahrscheinlich nicht wechseln. Die wechselt ja wahrscheinlich... Nö. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Ich wollte gerade die Pistole nehmen, weil eigentlich ist diese Schrotflinte hier ja... So einfach. Willis voll die Munitionsverschwendung. Echte Explosionen hier. Unfassbar. Ja, es ist jetzt sicherlich nicht so das schlechteste Spiel. Aber es ist definitiv auch nicht ganz so gut gealtert, würde ich einfach mal behaupten. Okay, hier kann ich weiter. Ja, GBA, wie gesagt, eins meiner oder eine meiner absoluten Lieblingskonsolen eigentlich. Shooter habe ich damals aber nicht darauf gespielt. Weil, weiß ich nicht. Ich spiele Shooter schon ab und zu mal, aber das ist jetzt halt nicht mein Lieblingsgenre, ne?
weiß auch nicht, ob es diese Doom-Spiele auch für den GBA möglicherweise gibt. Also Doom gibt es ja eigentlich für alles. So, ich vermute, dass das hier unser Missionsziel ist. Einsatz abgeschlossen. Hervorragend. Passwort lautet Severe. Severe. Zeit. 4 Wochen nach der Zukunft. 4 Wochen? Achso, in der Zukunft. Ja, bla bla bla. Ort, Lagerhaus, Zeit jetzt, Einsatzziel, die Bombe ist aktiviert. Du hast 3 Minuten, um zu entkommen. Ja, ich würde sagen, die Mission können wir noch machen, wenn die wirklich nur 3 Minuten dauert. Dann ist das ja wahrscheinlich nicht so lange. Wieso habe ich denn jetzt mein Gewehr verloren? Das finde ich ja nicht so geil. Komme ich hier durch? Kann ich mich irgendwie ducken? Nee. Dann müssen wir mal andersweitig gucken. Ducken geht hier nicht. Ich habe ja nur im Prinzip die 4 Tasten, die L, R, A und B. Und wenn ich hier nicht durchkomme, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Aber ich komme hier nicht durch. Das macht es durchaus schwierig, diese Mission hier zu beenden. Ah, kann ich einen dieser Tore aufmachen? Das kann ich nicht aufmachen. Das kann ich auch nicht aufmachen. Das kann ich auch nicht aufmachen. Ja, was soll ich hier denn jetzt tun? Muss ich hier irgendwas abschießen oder so? Oh, ich habe keine Muni mehr. Oder doch, kann ich hier durch? Nein. Okay, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Hier kann ich. Also, ich kann mich definitiv nicht ducken in diesem Spiel hier. Select. Okay. Ah, schießen. Macht auch keinen Sinn. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Deswegen können wir an der Stelle eigentlich auch schon aufhören. Das war X vs. Siva oder sowas ähnliches. Ein Gameboy-Shooter-Spiel. Ego-Shooter für den Gameboy Advance. Ja, kannte ich vorher nicht. Ist jetzt auch nicht sonderlich gut gealtert. Gut, wir sehen uns im nächsten Part von Random Shit. Bis dann, macht's gut und ciao.